hier in unserer Pflaumenanlage und uns freut es natürlich besonders, dass die Pflaumenernte in diesem Jahr sehr, sehr früh begonnen hat. Hier, das ist die erste Sorte Hanka, die ist also hier schon wunderbar weich geworden. Das ist das, was wir jetzt ernten. Die hängen so dermaßen voll, dass sie fast auf dem Boden hängen. Aber dass sie so voll hängen, ist eigentlich nicht so gut, weil dann bleibt nämlich die Frucht sehr klein, wie wir hier schön sehen können. Viele Pflaumen heißt kleine Pflaumen. Das heißt aber auch, ich hätte letztes Jahr etwas mehr schneiden müssen. Bei mir ist es ja viel lieber, ich habe eine große Pflaume. Ja, große Pflaumen heißt natürlich, dass sie viel, viel schöner zu pflücken sind als diese kleinen Dinger hier. Und es ist natürlich auch einfacher, dann die Pflaumen zu entsteinen, weil da muss man nicht so viele Pflaumen entsteinen, sondern weniger. So, hier sieht man jetzt, dass die Blätter alle kreisrunde Löcher haben. Das ist eine Besonderheit bei den Pflaumen, das ist die sogenannte Schrotschusskrankheit. Das heißt, das Blatt sieht aus, als wenn man mit einer Schrotflinte drauf geschossen hätte. Das ist eine Pilzerkrankung, die aber nur am Blatt ist und die Früchte werden davon nicht in Mitleidenschaft gezogen. Also hier sieht man, dass der Baum sich ganz gerne verjüngen möchte. Der hat hier diese sogenannten Wassertriebe. Für mich sind das aber gar keine Wassertriebe, sondern für mich sind das die Triebe für nächstes Jahr. Und damit die nicht nach oben abhauen, knicke ich die entweder einmal an. So, dann machen die nämlich gar nichts mehr in diesem Jahr und bilden Früchte. Das wird einfach so hängen gelassen. Dann ist der Baum damit beschäftigt, hier diese Stelle wieder zu schließen. Und die Äste bleiben weiter unten und schießen nicht bis in den Himmel.